Neben dem verkaufsoffenen Sonntag fand in Bad Segeberg am 5. Oktober auch das beliebte Kartoffelfest in der Hamburger Straße statt. Auch Möbelkraft schloss sich den Unternehmern an und öffnete die Türen für Sonntagsbummler. Auch viele Autohäuser stellten ihre Angebote aus. Von Audi über Opel bis BMW wurden die neuesten Modelle vorgestellt. Neben der musikalischen Unterhaltung konnten die Kinder auf einer großen Hüpfburg spielen, sich schminken lassen oder mit einem Mini-Karussell fahren.